So, herzlich willkommen zurück. Ja, wir haben im letzten Video uns erstellt. Wir sind gerade in der Winkelgasse und reden mit, ich weiß gar nicht mehr, wie sie heißt. Wie hieß sie denn? Rachel? Ich weiß nicht. Wir waren Bücher kaufen und jetzt haben wir ihr unseren Namen verraten. Ich heiße, wie man hier sehen kann, Jule Stormborn. Und wir haben ihr unseren Hogwarts-Brief gezeigt und den ja auch schon durchgelesen. Deswegen klicke ich einfach auf hervorragend und dann gucken wir mal, was wir jetzt machen. Ich hatte ja die Vermutung, dass wir zu Ollivanders gehen. Schauen wir mal nach. Rowan hieß sie. Ah. Okay. Ach, guck mal, wie süß. Sehr schön, Rowan. Oh, guck hier, eine ernsthafte Intellektuelle auf dem Weg zur Schulsprecherin. Rowan ist sowas von Ravenclaw, aber so richtig, ich weiß nicht, so richtig ätzend irgendwie. So, was soll ich mir kaufen, Jule? Einen eleganten Schal, einen praktischen Pullover oder einen coolen Hut? Ich würde Rowan ja sehr gerne mit einem Hut sehen, was meint ihr? Ja. Oh, sie hat eine Menge Hüte. Ey Leute, ich glaube, ich habe vielleicht einen Hut. Ach, hier seht ihr, wenn ich meine Kleidung besorge, solltest du dir deinen Zauberstab von Ollivander holen. Ja, natürlich gerne. Holen wir uns unseren Zauberstab bei Ollivander. Los. Oh Gott. Ich bin gespannt, was so unser Zauberstab wird. Ja. Hallo? Also bei Pottermore habe ich Phönixfeder. Ich möchte gerne wieder Phönixfeder haben. Und da ist er ja. Hallo, Mr. Ollivander. Hier bekommt jede ihren ersten Zauberstab. Okay. Oh, wie süß ich da stehe. Und natürlich. Apfelholzkern aus Drachenherzfaser, 9 Zoll Stab. Probieren Sie ihn aus. Das ist überhaupt nichts für mich, außer dass er vielleicht Stahl ist. Aber sonst. Das möchte ich nicht haben. Vielleicht hätte ich es absichtlich schlecht machen müssen, aber das klingt so oder so nicht gut. Okay, den möchte ich nicht haben. Der Besen wählt seine Hexe aus und dieser Besen ist eindeutig nicht zu sehen. Okay, mich deucht, hier ist ein Fehler. Was ist das? Nein, der Besen, okay. Als ihr Bruder seinen ersten Zauberstab ausprobierte, ist mein Lieblingstintenfass explodiert. Okay, ich habe also einen Bruder. Sie haben meinen Bruder gekannt, ist ihre Frage. Und meine ist einfach nur so, was, ich habe einen Bruder? Okay. Oh, der, oh nein, wie spannend! Er wurde von der Schule verwiesen, etwa genauso wie Newt Scamander. Aber der hat ja seinen Zauberstab noch. Oh nein, was für eine tragische Geschichte. War die bei euch auch so? Okay, er hat mir leid getan, ich war wütend, ich war entschlossen. Nein, er hat mir leid getan, aber ich hoffe, ich werde jetzt kein Hufflepuff, nur weil er mir leid getan hat. Nein, ich bin nicht empfindsam. Nein. Einhorn? Nein, das ist auch nicht meiner. Biegsam geht gar nicht. Nein, ich glaube, das wird meiner. Na gut, es ist ja nicht ich. Also es ist ja nur irgendeine. Welchen Weg sie wählen werden. Ja, da bin ich auch gespannt. Na gut, dann haben wir jetzt halt unseren Zauberstab und wir kehren zu Rowan zurück. Oh, guck mal. Rowan hat sich einen fancy Hut gekauft. Werden wir da direkt mit dir reden? Hey Jule, hey Rowan, dein Hut? Okay. Oh shit, ich finde, sie sieht gar nicht cool aus. Oh. Ich werde ab jetzt immer bei dir nachfragen, wenn ich einen Rat zu meinen Klamotten brauche. Okay. Lass uns doch einfach Rowan so richtig verunstalten. Ein Katzenholz. Okay. Oh, sie hat eine Baumschule. Produziert Holz für Zauberstäbe und Besen. Okay. Sie hat keine Freunde. Ich habe irgendwie das blöde Gefühl, sie will unsere Freundin sein. Ja, oh ja. Ich finde dich ein bisschen seltsam, Rowan, aber es ist okay. Das sagen die Leute auch über mich. Quatsch.
Du bist cool. Mein Bruder war Jacob Stormborn. Ah, wie cool. Die ist echt geil. Guck mal, er hat nach der Suche nach den sagenhaften Verwünschenden verließen die Schulregeln gebrochen. Ich habe so das leise Gefühl, dass Rowan und ich uns auch auf die Suche nach den sagenhaften Verwünschenden verließen machen werden. Ja, bestimmt wissen alle Bescheid. Oh nein, oh die Arme. Naja, du bist nicht seltsam. Wie soll ich mich verhalten, wenn dir jemand wegen deines Bruders Probleme macht? Du bleibst einfach still. Gut. So, und jetzt? Ach, jetzt haben wir das erste Kapitel abgeschlossen. Deine Reise beginnt. Okay, sammeln wir die Prämien ein und wir starten Kapitel 2. Willkommen in Hogwarts. Oh Leute, ich hoffe, ihr seid genauso aufgeregt wie ich. Oh, wie cool. Oh, wie cool. Ah, ich bin so gespannt, in welches Haus wir kommen werden. Schauen wir uns das einfach mal an. Oh, da bin ich. Und da ist die liebe Minerva. Ach, los, in die große Halle mit dir. Da-da-da-da. Spannend, wie spannend. Ich glaube, wir werden jetzt in unser Haus eingeteilt. Wie schön. Oh, da sind ja alle. Seht ihr Hagrid, Snape? Oh, wow. Ich finde das so schön, wie sie das wirklich so krass an die tatsächlichen Schauspieler angelehnt haben. Also ich finde das cool. Weiß nicht, wie ihr das seht. Und jetzt werden wir zugeordnet. Das Empfangsfest ist daher äußerst wichtig. Oh, wie cool. Oh. Also, um das jetzt mal so klar zu machen. Ich möchte am liebsten nach Ravenclaw. Slytherin ist auch super, weil ich bin ja auch so ein kleines bisschen Slytherin. Und dann kommen Hufflepuff und Gryffindor, wobei ich eigentlich in keins von den beiden Häusern möchte. Aber wenn, dann doch eher Hufflepuff. Okay, na, ich bin so aufgeregt. Und nun zu Stormborn Jule. Ah, hallo! Da rechts von uns ist sicher ein Weasley gewesen, habt ihr ihn gesehen? Ah, ich bin aufgeregt. Okay. Oh, shit, ich habe so Angst gerade. Auf welches Haus hoffst du? Oh, auf welches Haus hoffe ich? Ach nein, ich hoffe ganz ehrlich, wenn ich das... Ach, ich wollte eigentlich einen Quiz machen. Aber gut, ich glaube, wir gehen wir zu Ravenclaw oder zu Slytherin. Ah, oh, ich gehe auf jeden Fall erstmal zu Ravenclaw. Ja. Ah ja, ich verstehe jetzt. Du wirst eine Ravenclaw. Okay, Leute, das war's. Ich bin ein bisschen enttäuscht. Also ich hätte mir echt gewünscht, dass man da zumindest wie bei dem Zauberstab auch eine oder zwei oder drei Fragen beantwortet. Und ich meine, ich freue mich jetzt, dass ich in Ravenclaw bin, aber ich hätte eigentlich lieber so ein paar Fragen beantwortet. Weil das ist halt so, es ist ja auch nicht in der Regel so, dass man dem sprechenden Hut sagt, hallo bitte, ich möchte nach Ravenclaw und dann ist man da. Naja, wie aus Magie hat jetzt mein Umhang gewechselt und jetzt hören wir fresh dies Rede zu. Yo, yo, yo. Ist in Sicherheit. In einigen Jahren wird der junge Harry alt genug sein, um Hogwarts zu besuchen. Ach cool, also spielt es jetzt vor den Ereignissen aus Harry Potter. Jetzt sind wir an der Reihe. Seht ihr Rowan irgendwo? Ich glaube, da war sie eben. Okay, das wissen wir alles, oder? Da können wir locker ein bisschen überspringen. Und ja, okay. Oh, jetzt sehen wir unseren Ravenclaw-Gemeinschaftsraum. Ja, Rowan ist natürlich auch in Ravenclaw. Ich frage mich, was passiert wäre, wenn ich Slytherin oder so genommen hätte. Wäre Rowan dann mit uns nach Slytherin gekommen? Ich weiß es nicht. Oh, jetzt muss ich ja hier nochmal Vertrauensschüler-Badezimmer. Ich glaube, ich möchte Vertrauensschülerin werden. Oh, schaut mal. Wie cool. Wir sind gerade bei den Westtürmen. Dumbledores Büro. Und was ist das? Ach, da kommt man sicher zurück.
Okay, aber das ist doch schön zu wissen, dass das Vertrauensschülerbadezimmer direkt bei unserem Ravenclaw-Turm ist und da gehen wir doch direkt mal rein. So, schauen wir uns den mal an. Das lädt auch ganz schön. Das lädt echt ganz schön lange. Aber der muss ja jetzt quasi komplett eingeräumt werden, ne? Konnte das Spiel ja vorher nicht wissen, dass ich eine Ravenclaw werde. Ach, komm schon, komm schon. Naja, gut, ich überspringe zur Not ein bisschen und dann geht das schon. So, hier sind wir im Ravenclaw-Gemeinschaftsraum. Wow! Wow! Oh, schön! Oh, das ist mein Raum. Das ist mein Raum, Leute. Und da hinten steht auch schon Rowan ohne ihren Fancy-Hut, mit der wir reden können. Und ich glaube, ja, das ist auch so ein bisschen das, was ich jetzt machen musste. Und mit dieser wunderschönen Aussicht, denke ich, sollte ich das heutige Let's Play aufhören und beim nächsten Mal weiterspielen. Ich wette, ihr habt es auch schon alle gespielt. Verratet mir doch einfach mal, was ihr für einen Zauberstab habt und vor allen Dingen auch, in welchem Haus ihr zugeordnet wurdet. Ich frage mich auch, ob ihr das genauso blöd findet wie ich, dass wir nicht mit einem Quiz bestimmen konnten, in welchem Haus wir sind. Aber ja, ich bin auf jeden Fall auf eure Kommentare gespannt und verabschiede mich damit.